In dem Video schauen wir uns an, wie du Dateien von deinem Computer auf deinen Server oder auf deinen Webspace uploaden oder downloaden kannst, wie du Dateien verändern kannst, was ein FTP-Client ist, was sind FTP-Zugangsdaten bzw. SFTP-Zugangsdaten, wie kannst du das auf deinem eigenen Computer einrichten und am Ende zeige ich dir noch, was mein eigener Workflow ist und wie ich mit den Quelldaten auf dem Server arbeite. Dann legen wir mal los. Hallo und herzlich willkommen bei diesem WordPress-Tutorial. Mein Name ist Dominik Lies und gemeinsam werden wir deine Webseite zum Laufen bringen. Ganz streng genommen ist es kein WordPress-Tutorial, sondern ein allgemeines Tutorial über Web, weil das gleiche gilt auch für alle anderen Webseiten, die nicht auf WordPress basieren und für alle anderen CMS. Ich bleibe jetzt mal im WordPress-Kontext, weil es auf dem Channel generell über WordPress geht, aber lass dich davon nicht ablenken, das gleiche kannst du auch für alle anderen CMS verwenden bzw. andere Webseiten. Starten wir mal mit der Theorie. Als erstes wirst du wissen müssen, was FTP ist, was ist SFTP, was sind FTP oder SFTP Credentials und was ist ein FTP Client. Also FTP ist ein File Transfer Protocol und das wird verwendet, um Dateien über das Internet zu übertragen. Und das zweite wird unter anderem auch Secure File Transfer Protocol genannt. Und das Prinzip ist das folgende. Du hast einen FTP Client, das ist einfach nur eine Software, die du dir auf deinen Computer installieren kannst und da kannst du die FTP bzw. die SFTP Credentials verwenden, eine Datei auswählen und über dieses Protokoll kannst du das dann auf den Server oder Webspace übertragen. Das gleiche passiert auch, wenn du dir eine Datei vom Server oder Webspace auf deinen lokalen Computer downloaden magst, dann machst du das genau über diesen gleichen Client. Und du solltest aber auf jeden Fall SFTP verwenden, weil wenn du das nicht verwendest, dann kann auf jeden Fall eine dritte Person oder eine fremde Person dein Passwort abfangen, weil die FTP-Credentials werden logischerweise immer mitgeschickt. Und wenn die Verbindung jemand abfängt, dann kann er sich in deinem Namen einloggen, was natürlich nicht so ideal ist. Deswegen verwende immer SFTP, weil die Verbindung ist verschlüsselt und selbst wenn irgendwer sich dazwischen gehangen hat und mitlauscht, was du so hin und her schickst, dann wird er deine Credentials oder deine Daten nicht lesen können, weil sie verschlüsselt sind. Das war die Theorie und jetzt gehen wir über in die Praxis. Das heißt, wie kannst du das eigentlich bei dir aufsetzen und wie kannst du Dateien hochladen bzw. runterladen? Ich bin gerade bei Hetzner, das ist mein Hosting-Anbieter, der Hetzner Hosting-Anbieter ist in Deutschland. Das ist halt einfach purer Zufall, dass ich den verwende. Du wirst wahrscheinlich einen anderen verwenden, aber da wirst du auf jeden Fall auch einen Punkt FTP-Credentials oder FTP-Login-Daten haben. Und genau da bin ich jetzt gelandet. Hier habe ich einen SSH-Login. Das ist ein bisschen was anderes noch, aber dazu kommen wir vielleicht noch. Und dann gibt es hier den FTP-Hauptbenutzer. Und in dem Fall ist SFTP schon standardmäßig aktiv. Und FTP kann ich gar nicht mehr verwenden, weil das sollte auch kein seriöser Hosting-Anbieter mehr anbieten. Hier habe ich meinen Server. Das ist meine Serveradresse, meinen Login-Namen. Und wenn ich auf Ansehen klicke, dann sehe ich dann auch das Passwort. Und die Portnummer. Das heißt, das brauche ich und das sind dann meine SFTP-Zugangsdaten. Das heißt, die haben wir jetzt. Bei dir wird das wahrscheinlich woanders sein, aber ich mache es jetzt mal auf dem Beispiel von Hetzner. Und ich werde den FileZilla FTP-Client verwenden. Der ist kostenlos, den kannst du einfach downloaden und installieren. Und während du das machst, fahre ich einfach mit dem Video fort. Das heißt, da kannst du gerne kurz Pause drücken, das installieren und dann sehen wir uns in FileZilla. Also hier bin ich jetzt in FileZilla und ich trage jetzt noch die Zugangsdaten ein. Und dann will ich mich verbinden. Und wenn du verbunden bist, dann siehst du hier den Server und was sich da alles befindet. Da wird jeder Server sich ein bisschen variieren. Da wirst du vielleicht herausfinden müssen, wo deine WordPress-Seite liegt, weil wir jetzt im WordPress-Kontext bleiben. Bei mir befindet sich die dominiklies.com-Seite in Public-HTML-Ordner unter Dominik Lies. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt WP-Content in den Ordner reingehe, dann kann ich unter Themes gleich das Theme bearbeiten, da habe ich mir mein Custom Theme erstellt. Und wenn ich hier zum Beispiel eine Datei bearbeiten mag, wenn ich zum Beispiel Font-Files hinzufügen mag, dann kann ich das eben hier im unteren Fenster dann machen. Da kann ich weitere Fonts hinzufügen, da sind noch alte Fonts dabei, deswegen sind so viele bei mir. Das sollte ich dann eigentlich irgendwann aufräumen, aber so kann ich das dann hier hinzufügen. Das gleiche gilt auch, wenn ich die Functions PHP bearbeiten mag, das wirst du am öftersten verwenden, glaube ich. Und wenn ich diese Datei bearbeiten will, dann kann ich hier mit der rechten Maustaste auf Ansehen und Bearbeiten klicken, mit dem benutzerdefinierten Programm, das ich mir auswählen werde. Und in dem Fall wähle ich einfach Brackets aus. Damit ich da schnell irgendwas demonstrieren kann, da habe ich zum Beispiel so kleine Call-to-Action-Boxes, die dann auf der Webseite aufpoppen. Da füge ich zum Beispiel eine 2 hinzu und wenn ich das abspeichere, dann kommt bei FileZilla eine Meldung. Datei wurde geändert, willst du das hochladen? Ja, ich will.
Und hier habe ich dann die Call to Action Button und da steht die 2 schon dabei. Wenn ich das wieder rückgängig machen will, dann kann ich das löschen, speichern, wieder hochladen, dann ist der 2er weg. Bei dir kann es manchmal sein, dass noch ein Caching-Plugin installiert ist. Ich meine, bei mir ist das Caching-Plugin auch installiert, aber ich bin in dem Fall in WordPress im Backend eingeloggt. Deswegen wirst du das logischerweise nicht haben, das Caching-Plugin, beziehungsweise wird das im Backend nicht aktiv sein. Aber falls bei dir irgendwas nicht sofort angezeigt wird, dann wird es wahrscheinlich am Caching liegen. Teilweise kannst du dann einfach hier den Cache leeren, wenn du WP Rocket verwendest. Jedes Caching-Plugin hat dann einen anderen Cache-Leer-Button, wenn ich das so beschreiben kann. Manche Hosting-Anbieter haben da noch ein CDN, CDN-Caching und so weiter. Also da gibt es viele verschiedene Layer, auf die werde ich jetzt nicht so genau eingehen. Aber falls die Änderungen nicht sofort sichtbar sind, dann kann es noch entweder an deinem Browser-Cache liegen oder an dem Server-Cache, den du hier leeren kannst. Dann haben wir mal den grundsätzlichen Workflow erledigt. Das heißt, du weißt jetzt, wie das funktioniert. Aber das ist meistens ziemlich mühsam, da eine Datei bearbeiten, dann im Texteditor die Datei zu bearbeiten, hier hochladen, warten, bis das hochgeladen ist und dann auf der Seite überprüfen. Wäre super, wenn du das auch in einer Software erledigen kannst. In dem Fall verwende ich für mich selbst das Programm PHP Storm und hier unter Remote Host, falls du diesen Tab bei dir nicht findest in PHP Storm, dann kannst du dieses Tab hier unter Tools, unter Deployment, Browse Remote Host öffnen, dann öffnet sich dieses Fenster, da kannst du hier auf die drei Punkte klicken, deine FTP bzw. SFTP Zugangsdaten eintragen, eigentlich nur SFTP, weil FTP solltest du ja nicht mehr verwenden und dann kommst du zu dem Punkt, wo du dich mit dem Server verbinden kannst. Und wenn ich hier genau die gleiche Datei öffne, das heißt im Dominic Lee Stream, kann ich dann auch die Functions PHP auswählen und dann direkt hier im Editor bearbeiten, die wird dann automatisch downgeloadet. Und wenn ich hier zum Beispiel den Zweier wieder hinzufüge, dann kann ich hier oben auf Upload klicken und dann wird die Datei automatisch hochgeladen und dann siehst du hier, dass die schon bereit ist und auf dem Server aktualisiert wurde. Und wenn ich die Seite neu lade, dann siehst du das hier noch nicht, weil jetzt habe ich eine andere CTA-Box oder Call-to-Action-Box aktualisiert und die befindet sich dann hier weiter oben. Also in dem Fall habe ich dann hier den Zweier hinzugefügt. Das war mein Workflow. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen für dich und wie das alles jetzt funktioniert. Falls dir das Video geholfen hat und du den Channel unterstützen willst, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mich mit deinem Like unterstützt. Bei Fragen kannst du gerne kommentieren. Und wenn du weitere Videos sehen möchtest, dann kannst du den Kanal gerne abonnieren. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video. Bis dann!